Guten Morgen, meine Lieben. Gestern malocht wie ein Tier. Ich habe, glaube ich, locker 12, 13 Stunden gearbeitet, kaum Pause gemacht. Heute mal etwas ruhiger die Sache angehen lassen. Ich habe mir den Bagger auch noch mal einen Tag länger gemietet. Ihr merkt, ich bin aus der Puste. Warum? Ich muss echt sagen, das ist so anstrengend, diese Schaufel oder Mulde, wie man sie nennt, glaube ich, zu wechseln. Weil bei uns in der Firma ist es so, da hast du einen Spind. Nee, also eigentlich gar keinen. Eigentlich gar keinen Bolzen. Ja, jetzt ist mir schon der Splint hier rausgegangen. Wo ist denn der andere hin? Der ist auch schon weg. Ach du Scheiße, was ist das hier für eine Kacke? Ja, ich werde jetzt hier noch die Grasnarbe abmachen. Auf der anderen Seite. Komplett. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Also hier habe ich jetzt schon komplett ausgeschachtet. Weiß ich, ob man das erkennen kann. Und hier werde ich dann gleich Randsteine setzen. Genau. Da muss dann gleich noch Schotter rein. Verdichten, alles drum und dran. Ja, hier ist auch schon der Rasen eigentlich gut weg. Kann man das sehen? Hier habe ich den Rasen schon komplett weggemacht. Und hier werde ich ihn jetzt noch komplett abziehen. Weil ich dachte mir, wenn ich jetzt einmal den Bagger hier habe, dann kann ich das auch machen, weil der Container ist eh noch nicht ganz voll. Also gerade mal halb voll. Dann kann ich ihn einmal vollballern und dann passt das. Also ich würde sagen, ich mache mal weiter, weil ich muss was schaffen heute. So Leute, der Rasen ist komplett weg. Könnt ihr, glaube ich, gut im Hintergrund sehen. Also ich hoffe es. Container ist jetzt auch eigentlich gut voll. Auf jeden Fall mehr als heute Morgen. Kann man, glaube ich, sehen. Ne? Muss jetzt alles natürlich noch abgezogen werden. Ne? Das mache ich aber dann mit der Hand, weil mit dem Bagger ist das nicht so geil hier. Ja, da rutscht nämlich eher runter als alles andere. Jetzt werden wir aber erstmal Schotter einbauen, dass ich hier die Randsteine reinsetzen kann. Hier in den Weg, also der Weg, der hier entsteht. Ne? Hier werde ich jetzt Schotter einbauen, komplett verdichten. Hier auf der Seite habe ich das ja schon gemacht. Da ist der Weg eigentlich schon so gut wie fertig, also bis da. Und ab da, wo die Steine aufhören, muss halt weiter gepflastert werden, bis hier oben hin. Ne? Genau.
kurze Unterbrechung, Erde ist gerade gekommen, Container ist weg, also passt halt auch alles jetzt. Ich habe jetzt hier nochmal alles nass gemacht, weil das ist besser zum Abrütteln, das habe ich nämlich eben vergessen. Dann verdichtet sich das alles nochmal ein bisschen besser. Also alles gut nass machen, nicht dass es jetzt hier Pfützen sind, aber gut annässen. Dann verdichtet sich das nämlich alles nochmal ein bisschen besser. Habe ich gerade eben voll vergessen. So, dann ballern wir nochmal da drüber. Und dann können wir auch endlich Randsteine setzen. So Leute, die Schotterplanung ist fertig, habe ich jetzt komplett alles abgerüttelt. Jetzt werde ich Beton mischen und Randsteine setzen. Solange das Wetter noch so bleibt, habe ich Glück, dann kriege ich das heute noch fertig. Ich hoffe es, drückt mir die Daumen. Also mischen wir jetzt ein bisschen Beton und setzen ein paar Randsteine. Ja, und dann könnte ich morgen eventuell dann, eigentlich eventuell, muss ich eigentlich, hier schön Erde, neue Erde verteilen. Genau. Leute, das Wetter hat sich verabschiedet, also katastrophal, es ist nur am Pissen. Also jetzt geht es gerade eigenermaßen, aber es hat eben in Strömen geregnet. Und ich habe hier noch Randsteine gesetzt, hier ist alles Matsche. Also schön ist was anderes, deswegen habe ich auch nicht gefilmt, weil die Kamera hätte ich hier nirgendwo hinstellen können. Jetzt steht sie unterm Dach, aber die Perspektive ist auch nicht die allerbeste, glaube ich. Also tut mir leid, ich wollte euch jetzt aber noch mal kurz zeigen, wie weit ich jetzt bin. Vom Prinzip habe ich das ja schon alles mal gezeigt, wie man Randsteine setzt. Ne? Habe ich ja schon mal ein zusätzliches Video gemacht. Ob das dann schon online ist, wenn das online ist, ich weiß es nicht. Ich habe so viele Videos vorproduziert. Tut mir leid, Leute, wirklich. Aber ich schaffe es momentan auch nicht, regelmäßig Videos hochzuladen, weil ich so viel vorproduziert habe und ich komme gar nicht mehr hinterher mit Videoschneiden. Ja. Die Randsteine sind wie gesagt fast drin. Hier vorne fehlt jetzt noch ein kleines Stück. Da muss ich jetzt aber nochmal Beton wegstemmen. Was ich überlegt habe, dass ich mir hier direkt die Mähkante dran setze. Ich hole die mal eben. Die setze ich, glaube ich, direkt im Beton daneben. Wenn ich die Randsteine schon gerade setze, warum soll ich es nicht machen? Wenn es jetzt das Wetter so bleibt, dass es nur so ein bisschen nisselt, dann geht es noch. Aber das ändert sich alle 10 Minuten, deswegen muss ich das spontan entscheiden. Das wird auch morgen was hier, ist alles Matsche, naja. Was will man machen? Ist halt manchmal so, ne? Wird auch schon wieder stärker der Regen. Also, wer weiß, ob ich die Mähkante noch dran setze, ich weiß noch nicht. Ah. So ist das in meinem Garten arbeiten. Bei der Treppe war es ja nicht anders. Da hat es ja auch nur gepisst. Aber die letzten zwei Tage hatte ich zum Glück keinen Regen. Das ist jetzt eigentlich nur heute. Wenn es morgen wieder besser wird, dann ist es gar nicht so dramatisch.
So tell me what you're thinking of.